Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier noch im schönen Missara, sind aber auf dem Weg in das schöne Pefki. Ich habe keine Ahnung, ob die wirklich schön sind. Also das hier finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Obwohl das kleine Gipfel ist ganz cool gewesen, weil es mich so ein bisschen mehr an Origins erinnert hat. Und wir machen uns auf den Weg nach Pefki. Wir sind ja schon fast da gewesen. Müssen noch hier einmal rüber. Ja, im letzten Part haben wir den Minotaurus gelegt, haben seine coole Axt bekommen. Also ich habe ja gesagt, die ist cool, die würde ich gerne klein haben und dann bekomme ich es tatsächlich auch in klein. Werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Ich habe die zweite Phase, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, auch viel mit dem, nicht viel, aber auf jeden Fall mit dem Speer gekämpft. Das hat auch noch gut was gemacht, weil der macht halt ein bisschen mehr Schaden und hat auch große Range. Oh, super, direkt zwei neue Quests. Aber es sieht gut aus, dass hier nicht so viel zu tun ist. Also klar, Piratencup, Dikte hochheben, da könnte was sein, aber hier ist halt einmal die Quest, Riff Lai Andros und Pefki. Zwei weitere Quests, aber nicht so viel Fragezeichen. Ja. Weil, wenn wir das dann alles haben, dann können wir auch noch gleich weitergehen und den Typen hier töten, der mir gerade nicht angezeigt wurde. Oder? Da haben wir nämlich noch einen getötet von den Leuten hier. Aber wir müssen wahrscheinlich zu dieser. Ist das eine Festung? Okay, ein Fragezeichen sehe ich schon mal. Das ist wahrscheinlich eine Festung. Und irgendwas bei diesem Hügel soll anscheinend sein, da so viele Bilder gemacht wurden. Also ich weiß nicht, ob da was. Okay, da oben ist ein Aussichtspunkt, da holen wir uns erstmal den hier. So, da ist der Aussichtspunkt in der Nähe. Okay, es sind doch noch ganz schön viele Fragezeichen, ich sehe. Na super. Aber gut, Stadt, wahrscheinlich einzelne Häuser und hier dann die Festung. So viel ist es dann doch nicht. Da ist nur ein drittes. Keine Ahnung, was da noch ist. Vielleicht ist noch ein Aussichtspunkt da. Mal gucken. Ja, wir sind Cousinen hier erstmal. Aber auch die ganzen Parts von gestern waren, glaube ich, oh, lass mich lügen, 8 Stück über Nacht hochgeladen. Hat mich, da ist der Minotaurus von Pefki. 10% Akku kostet auf dem MacBook. Weil es die ganze Nacht halt an war. Über, keine Ahnung, 60 Stunden. Und dafür finde ich ganz gut, dass es nur 10% verbrannt hat. Weil wenn ich mein Microsoft Surface anmache und das laufen lasse über den Tag so, dann muss ich das meistens zweimal laden schon. Und dann habe ich nicht nur 10% Akku verloren, sondern mehr. Weil wenn das MacBook nachts hochlädt, dann würde ich den Stromsparmodus schalten. Aber das will ich ja nicht, weil dann der Upload nicht weitergeht. Deshalb muss ich es halt immer im Wachmodus lassen. Keine Ahnung, was sich Apple dabei gedacht hat. Wahrscheinlich nichts. Also auf jeden Fall ganz schön schön aus hier. Und gibt aber wahrscheinlich auch viel zu tun. Wahrscheinlich die dumme Festung, wo ich nicht so viel Lust drauf habe. Also ganz ehrlich, Festung ist halt wirklich viel. Ich meine, klar, irgendwo macht Sinn, dass in jedem Gebiet eine Festung ist. Aber macht halt keinen Spaß, sie zu klären, weil es halt immer dasselbe ist. Und dann halt auch nicht wenig. Also Militärlager sind bestimmt, also ein Militärlager pro Ding würde mir schon vollkommen reichen. Oh, was haben wir hier alles? So, die Festung von Theseus könnte ich theoretisch in mein Schiff legen. Weil die, ja, also halt. Also das hätte man wirklich als Legendary Zeug machen können. Und hier war so random blaues Zeug, also hätte man da theoretisch, könnte ich mir theoretisch saven, aber wozu? Mein Plan ist es jetzt doch erstmal die Quests anzunehmen. Es kann ja nämlich sein, dass wir durch diese Quests da noch mal rein müssen und dann würde ich mir einmal diesen Weg sparen. Und es sind doch ganz schön viele Fragezeichen dazu gekommen. Neu entdeckt. Ein neuer Ort entdeckt, Lato. Oh. Ich muss mir überlegen, wie ist der beste Weg ist hier vorzugehen. Ich würde sagen, erstmal zu dem Fragezeichen, das wir haben. Das ist noch eins. Super. 400 Meter können wir weit gucken. Okay, aber das ist schon das nächste Gebiet, was ich mir eigentlich nicht angucken möchte. Hier unten wird vermutlich nichts sein, weil hier habe ich ja den Aussichtspunkt geholt und dann müsst ihr hier erstmal schnell entdeckt haben. Wenn da was ist, kann natürlich sein, dass es immer noch was gibt. So, die sind 100 Meter weg, das ist 150 Meter. Ich würde sagen, ich gucke jetzt erstmal das Äußere hier an. Das ist hier am nächsten Gebiet schon. Ist die Frage, ob ich vielleicht mein Pferd hätte rufen sollen. Wäre ich wahrscheinlich ein bisschen schneller gewesen, aber auch nicht so viel schneller. Okay, da sind Haie. Da sind Silos, ist mir aber egal.
Wäre lustig, wenn die auch noch auf Brandschaden kommen würden. Weil ich die ja mit meinem Brandpfeil anschieße, aber ich bin ja unter, also die sind ja unter Wasser. Aber es wäre lustig, wenn es trotzdem funktionieren würde. Blöde Haie, schon natürlich direkt daneben. Okay, ein Pilos-Helm. Irgendwie weniger cool als erwartet. Haben wir es jetzt abgeschlossen? Oder waren es zwei Schätze? Was ist denn hier überall? Ja, die Dinger sind überall, aber die interessieren mich hier eigentlich nicht. Also hier ist die Kiste noch, die zweite. Achso, das was ich gerade geholt habe, war nicht mal eine Kiste von irgendwas. Das war einfach nur so ein Ding. Interessant. Ich habe gedacht, das gehört dann zusammen, das wären dann zwei Schätze, aber anscheinend ja nicht. Also, wir können ja unter Wasser atmen, das ist gut. Abzeichen der Ausdauer, okay. Wahrscheinlich ist das eins von den Dingern, das wir machen müssen, um gegen den Minotaurus anzutreten. Aber ich glaube, hier ist kein Minotaurus, also jedenfalls hier nicht. Minotaurus Hügel, sonst wäre hier ja irgendwie so ein Zeichen, hier, so ein goldenes Fragezeichen. Hier ist ja nichts. Egal. So, ich würde sagen, gleich gucken wir uns erstmal die Stadt an, die hier ist. Lato heißt die ja. Den Anführer will ich nicht töten, weil wozu, ist hier sowieso eine spartanische Region. Was ist das für ein Geräusch? Irgend so ein random Unterwassertiergeräusch? Interessant klingt es auf jeden Fall. Ein bisschen gruselig, wenn ich ehrlich bin. Also ich denke mal, da wird das Haus des Anführers sein. Astrixonus der Hingebende. Also ich könnte natürlich ganz einfach töten, aber wozu? Habe ich ja nichts davon. Also er ist ein Kultist. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Was muss man hier vor Ort machen? Ich denke mal drei Schätze. Hallo. Nichts wird verbrennen. Ja, das mache ich mit den Schätzen übrigens so nicht. Schätze, sondern Kriegsvorräte verbrennen und dann natürlich auch noch Schätze. Ich sagte zurück! Ich springe! Ich weiß ehrlich! Ja, dann ich springe! Ich will niemanden verletzen durch meinen Sprung, denn ich werde springen! Jetzt gleich! Ja, fick dich! Können die mich hier sehen, wenn ich hier lang gehe? Ob ich den jetzt töte? Ich glaube nicht. Aber bringt tut mir das ja auch nicht so viel. Ich habe keine Ahnung, wo die Schätze sind. Einer ist bei dem drin natürlich. Ha. Ich muss ihn wahrscheinlich doch töten. Schade. Okay. Ich könnte da unten reinjieten. Ich muss da unten sogar reinjieten. Au. 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 Danke. Einfach seid ihr nervig. Yeah!
Warum brennst du überhaupt? Ich hab doch mit Gift geschossen. Weil ich ja eigentlich einen Kopfschuss angeschossen. So, stimmt. Erstmal das hier. Strahlenrüstung von Pevki habe ich auch schon geholt. Das war brutal. Sorry, Astrizonex-Ding-Typ. Aber du warst mir ein bisschen im Weg. Jetzt ist der Schatz nicht angreifbar. Aber naja, mir ist das ja mittlerweile egal. So, Hausanfluss haben wir geschafft, obwohl echt viel zu tun war. Aber der hatte nicht mehr so starke Wachen. Habe ich den Schar schon so weit runtergeprügelt gehabt vorher? Reden wir erstmal mit Morris. Oh Mann, Meister. Bleib zurück! Ich springe! Du musst das nicht tun. Es gibt immer einen Grund zu leben. Nein, nicht für mich. Ich habe nichts. Ich bin nichts. Das ist nicht mal eine Rüstung. Es ist das drittliebste Tablett meiner Mutter. Ich bin ein Versager. Ein Versager! Nein, du bist ein Feigling. Hör auf, unsere Zeit zu verschwenden und tritt von der Kante zurück. Wenn du wirklich springen wolltest, hättest du es längst getan. Was? Ich werde springen. Jeden Augenblick. Nein, wirst du nicht. Du bist feige. Ich bin nicht feige. Ich zeig's dir. Nun los, spring. Beides Zeus, Chiton. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Ich bin ein Feigling. Komm von der Kante weg. Rede mit mir. Ich kann dich runterstoßen. Es wäre cool, wenn es eine Option wäre, einen einfach runterzutreten. Mein Dorf. Wir sind arm. Es kommen kaum Händler oder Besucher. Wir sterben. Ich wurde auserwählt, den Minotauros zu töten, damit wir berühmt werden, auf den Karten erscheinen, um uns zu retten. Aber sieh mich an. Ich bin kein Minotauros-Töter. An meinem ersten Tag hier wurde ich von einem kleinen Jungen ausgeraubt. Der Minotauros ist bereits tot. Durch meine Hand. Du? Nein, ich sollte das doch tun. Tut mir leid. Dann ist mein Dorf verloren. Ja, schon super. Nicht jeder ist zum Minotauros-Töter geboren. Auch wenn du ohne den Kopf der Bestie zurückkehrst, gibt es noch andere Wege, dein Dorf zu retten. Verdammt, du hast recht. Ich muss einfach nur alle anlügen. Ich sag, du sollst nicht lügen. Ich sag nicht, du sollst lügen. Gib mir keine Worte in den Mund. Warum? Es sind gute Wörter. Meine Leute sind nett und liebevoll und nicht sehr helle. Wirklich? Schwer zu glauben. Sie müssen nur glauben, dass ich den Minotauros getötet habe. Unser Dorf würde zu einem Schrein für mich, den neuen Theseus. Moris der Prächtige, der Minotauros-Töter. Nö, denk mal. Wir würden wieder aufblühen. Nicht, dass ich da mitspiele. Klingt wie ein Traum. Ein Traum, in dem die Leute mein Dorf kennen, Handel treiben. Das wäre ein lohnender Traum. Ich muss überzeugend aussehen, wie ein majestätischer Minotauros-tötender Held. Stiehl die prächtigste Rüstung des Anführers von Pevki. Oh, und ich brauche eine Waffe, die ich aus den kalten, toten Händen des Minotauros nahm. Oder kalte, tote Hufe? Ich fand eine Rüstung. Sie ist besonders prächtig. Götter, sie ist perfekt. Doch ich brauche auch eine Axt. Eine, die nur ein Minotaurus oder ein Minotaurus-Töter führen könnte. Kannst du mir helfen? Ja. Keine Angst, ich bin hier, um zu helfen. Gut, 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 gut. Kann ich dir sonst noch irgendwas sagen? Ja, wo? Eine Axt, die aussieht, als hättest du sie dem toten Minotaurus abgenommen. Gibt es einen Händler für sowas in Pevki? Als ich hier eintraf, habe ich von einer legendären Axt in der Festung Lato gehört. Dort wirst du finden, was ich brauche. Was ist so besonders an dieser Axt? Theseus hat sie berührt. Zweimal. Ich bin sicher, Theseus hat viele Äxte angefasst. Nun ja, aber diese Axt zweimal. Das ist die Art Axt, die man bei einem Minotauros erwartet. Okay. Ich habe genug gehört. Ich besorge dir eine Axt und Rüstung, die eines Minotauros-Töters würdig sind. Nur bitte, spring nicht. Spring einfach mit. Das verspreche ich. Ich würde ja auch nicht einfach runterheben. Wirklich prächtig.
So. Ja. Die Rüstung hätte ich ehrlich gesagt gefühlt, hätte ich ihm die einfach nicht gegeben, weil er mir einfach gesagt hat, töte dich halt. So, das haben wir gemacht. Was haben wir noch alles für Orte innerhalb des Ortes? Wir haben hier noch welche da oben. Na quasi, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rüber, reden mit dem, machen das alles. Ich habe vielleicht markieren sollen, wo ich hinlaufen will. So, hier. Ja, auf jeden Fall fühle ich, dass es nicht das Verdienen mehr helfen, weil der ist einfach nur so ein random Typ und soll sich eigentlich nur ficken. Ganz schön viel Kriegerschlachtfeld. Ganz viel Zeug hier. Schnell. Ja, der hat ein paar Schmerzen. Kann ich mit dir reden? Oh, meine Knochen! Oh, mein Zeug! Meine Beine! Okay, wahrscheinlich sollen wir gegen den großen Typen da uns prügeln noch. Macht natürlich keinen Sinn, weil wir einfach Olympiasieger sind. Also wir sind da schon ein bisschen fortgeschrittener als die meisten. Aber gut. Wir gucken uns erstmal Pevki an. Ich hoffe, Pevki ist schneller durch als Messara, weil Messara war schon doch relativ lange. So, was haben wir Schönes? Schatzkammer von Lato. Ach, wir müssen den Fehler auch noch ausschalten, da können wir nicht durch. Schade. Vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Halt dich lieber fern von hier. Den musst du nicht töten, aber den müssen wir töten. Ah, da war unser zweiter Schatz. Ganz gar nicht gesehen. Ich dachte, hier wäre nur einer. Gib, 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 gib. Alles meins. Raufballrüstung. So, dann wollte ich jetzt zu diesem Ort gehen. Also nicht zu diesem Ort, sondern der quasi. Ja, die Morgendämmerung. Danke, Cassandra. Und diese Kommentare finde ich irgendwie komisch. Warum sagst du? Na, ich mir nicht. Hallo. Ah, ein mächtiges Prachtexemplar nähert sich. Sehnst du dich nach Ehre, nach Ruhm, nach dem sicheren Tod? Zwei von den dreien interessieren mich. Dann suchst du den Kampf mit dem Minotauros. Der Minotauros wurde bereits erlegt. Von mir. Du hast den Minotauros erlegt? Ja. Tut mir leid, aber du irrst dich. Da musste ich ein zweitklassiger Schauspieler mit Kostüm im Dämmerlicht reingelegt haben. Der echte, originale Minotauros lebt hier bei uns. Und wehe, du zweifelst daran. Erlegtest du den Minotauros, kämst du Theseus gleich. Und du würdest den großen Preis von Pevki einheimsen. Euer Minotauros muss sterben. Klingt, als hätten wir eine weitere Teilnehmerin. Okay. Es folgen die Prüfungen des Minotauros. Die Vorprüfung. Vorprüfung. Sagtest du gerade Minotauros? Vorprüfungen? Um gegen den Minotauros kämpfen zu können, musst du dich erst in heldenhaften Prüfungen würdig erweisen. Ja, okay. Wir können doch keine arglosen Reisenden einfach so in den Tod schicken. Pevki-Regeln. Ja, scheiße, einfach nur ein Stier oder sowas. Was sind diese Vorprüfungen? Woraus genau bestehen die Vorprüfungen des Minotauros? Es gibt eine Prüfung der Stärke. In dieser trittst du gegen die größten Krieger Kretas an. In der Prüfung der Genauigkeit musst du ein gutes Auge beweisen. Und in der Prüfung der Ausdauer zähmst du das Wasser. Das habe ich schon. Ich soll also schwimmen? Das... Das ist doch ein Trick, um mich zu bestehlen. Söldnerin, also, wie kannst du nur so etwas denken? Du bist eine furchtbare Person. Was genau ist der Minotauros? Erzähl mir von eurem Minotauros. Halb Mann, halb Bestie. Ein Monster. Seine Hörner sind scharf wie Klingen. Und seine Klingen sind scharf wie, Hörner?
Warte, nein, das war falsch. Ich sehe ihn direkt vor mir. Du musst ihm begegnet sein. Viele Male. Ich sage nur so viel. Keiner ist je von seiner Wohnstätte zurückgekehrt. Okay. Was ist der Preis von Pefki? Was genau ist der Preis von Pefki? Nichts weniger als unbegrenzter Reichtum. Krieger, die vom Minotauros besiegt wurden, haben keine Verwendung mehr für ihre Drachmen. Also sammeln wir sie für einen Preis, der jenem gebührt, der die Bestie erlegt. Euer Preis besteht aus den Drachmen der Toten? Bitte, ich versichere dir, dass viele dieser Münzen direkt an die berühmte Schule für Kinder, deren Eltern auf tragische Weise vom Minotauros getötet wurden, gehen. Verstehe. Was sagt dir der Name Melite? Bist du bekannt mit einem gewissen Melite? Melite? Nun, ich... Nein, noch nie von ihm gehört. Seltsamer Name, an den würde ich mich erinnern. Ich bin bereit. Ich mache deine Prüfungen. Vorprüfungen? Ich mache deine Vorprüfungen. Aber dann gehört der Minotauros mir. Wunderbar! Und vergiss nicht, die Abzeichen deines Erfolges vom Prüfungsleiter abzuholen. Noch eine Heldin, die uns vor den langen Schlangen und den überteuerten Minotaurus-Andenken in Pefki retten will. Ah, darf ich dir meine Frau Kore vorstellen? Eine seltene Schönheit und so vorlaut gegenüber meinen Freunden. Bitte, Leandros, es gibt Wichtigeres als Ruhm und Reichtum. Familie ist das Wichtigste. Nicht jeder, der ein Schwert hat, sehnt sich nach Ruhm. Familie ist wichtig. Richtig. Das versuche ich diesem feigen Wurm in der Gestalt meines Mannes auch klar zu machen. Hey! Es geht um unsere Tochter. Eure Tochter? Amara. Sie ist weggelaufen. Es geht ihr ganz bestimmt gut. Sorge dich nicht um Amara. Es gilt, einen Minotauros zu erschlagen. Großer Kampf. Jede Menge Blut. Denk an den Ruhm. Denk an den großen Preis von Pefki. Okay. Bitte glaube mir, Heldin. Nichts ist, wie es scheint in Pefki. Vielleicht hilft das Lösen eines Problems, alle anderen zu lösen. Geh, meine legendäre Freundin. Die Vorprüfungen des Minotauros warten. Ich brauche alle Prüfungsabzeichen. Beweist euch. Kommt und messt euch mit ihm. Dem Blut von Pefki. Aha, haben wir gemacht. Ja, gut. Zielen wahrscheinlich auf Bogenschützen-Scheiß und das andere, ja, prügeln. Ich würde sagen, das reicht für diesen Part. Im nächsten Part machen wir diesen nördlichen Teil hier. Ich habe geklaut, deshalb ist das hier. Hier ist noch ein Militärlager, hier ist wahrscheinlich einfach nur ein Ort. Eine Quest noch mit einem Ort und ein Aussichtspunkt. Ja. Hier ist Stärke und da ist Genauigkeit. Machen wir auf jeden Fall gleich nochmal fertig. Und dann gehen wir in die Festung, holen uns dann das Ding für den Minotaurus-Töter und dann können wir mal gucken. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.